Hallo, liebe Leute im AP-Land. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von AP Daily Live. Meine Frage heute für euch ist, fühlt ihr euch manchmal auch so, dass ihr nicht still sitzen könnt? Ihr müsst euch bewegen, ja, oder ihr wackelt mit dem Stuhl und die Eltern sagen, hey, hör auf mit dem Stuhl zu schaukeln. Oder manchmal sagen das auch die Lehrer. Geht das euch manchmal so? Heute werden wir eine Geschichte hören und lesen. Da geht es um einen Jungen, der macht da genau das Gleiche. Aber bevor wir beginnen, ihr wisst, ich bin Frau Becker, ich bin aus Indiana, unterrichte bei Carmel High School und ich möchte ein paar Grüße hinausschicken heute. Und zwar zuerst nach Ventura, Kalifornien, zu Buena High School, dann Cranford High School am anderen Ende der USA in New Jersey und Oak Brook Preparatory School in Spartanburg, South Carolina. Und dann noch einen ganz besonderen Gruß an Olive und Catherine von der North Central High School in Indianapolis. Ich freue mich, dass ihr alle dabei seid. Und heute werden wir eine Cultural Comparison machen. So, ich hole mal meine PowerPoint hoch, ja, wie immer, das dauert einen klitzekleinen Moment, denn ich muss erst mal schauen, wo wir sind. Ihr kennt mich und meine Technik, ja. Also, auf geht's und was lernen wir heute? Wir machen eine Cultural Comparison, also einen Kulturvergleich. Was müssen wir dafür wissen? Wortschatz natürlich, ja, vor allem für den Kontext, den wir heute dann brauchen oder überhaupt für die Kultur, für den Kulturvergleich brauchen. Wir müssen unseren Vergleich planen. Beim AP-Test haben wir keine Zeit mehr, das noch zu forschen. Ja, wir müssen ein bisschen Hintergrundwissen schon vorher haben. Aber dann brauchen wir die verschiedenen Kommunikationsstrategien, was wir sagen, wie wir vergleichen. Ja, natürlich den Wortschatz und ganz wichtig die Perspektiven. Das ist immer eines der wichtigsten Sachen. Ja, gut, los geht's. Was brauchen wir hier? Es gibt immer, wie immer, Ressourcen in dem Google Drive Ordner und den Link findet ihr unten. Aber es ist auch hier und am Ende gebe ich ihn euch nochmal auch als QR-Code. Dann, Herr Aslasen und ich hören immer sehr gerne von euch. Also bitte, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Kommentare habt oder wenn ihr meine Technik kritisieren wollt, dann schreibt uns doch. Wir freuen uns, von euch zu hören. Seid ihr bereit? Also, los geht's mit der Geschichte vom Zappelphilipp. Ja? Hier ist der Zappelphilipp. Ob der Philipp heute still wohl bei Tische sitzen will? Also sprach im ernsten Ton der Papa zu seinem Sohn und die Mutter blickte stumm auf dem ganzen Tisch herum. Doch der Philipp hörte nicht, was zu ihm der Vater spricht. Er gaukelt, er schaukelt, er trappelt, er zappelt auf dem Stuhle hin und her. Philipp, das missfällt mir sehr. Seht ihr, lieben Kinder, wie es dem Philipp weitergeht? Oben steht es auf dem Bild. Seht, er schaukelt gar zu wild, bis der Stuhl nach hinten fällt. Da ist nichts mehr, was ihn hält. Nach dem Tischtuch greift er, schreit. Doch was hilft's? Zu gleicher Zeit fallen Teller, Flasch und Brot. Vater ist in großer Not und die Mutter blicket stumm auf dem ganzen Tisch herum. Nun ist der Philipp ganz versteckt und der Tisch ist abgedeckt, was der Vater essen wollt, unten auf der Erde rollt. Suppe, Brot und alle Bissen, alles ist herabgerissen. Suppenschüssel ist entzwei
und die Eltern stehen dabei. Beide sind gar zornig sehr, haben nichts zu essen mehr. Also, das ist die Geschichte vom Zappel Philipp. Geht es euch manchmal auch so, dass ihr einfach nicht still sitzen könnt? Vor allem, wenn man lange Stunden in der Schule sitzen muss, ja? Dann braucht man ein bisschen Aktivität und ein bisschen sportliche Betätigung. Und, liebe Leute, darum geht es heute, ja, in unserem Vergleich. Und hier ist unser Beispiel. Ja, es dauert ein bisschen, bis wir hinkommen. Aber zuerst mal als kleine Wiederholung. Ich weiß, ihr habt das wahrscheinlich schon etliche Male gemacht, sehr oft. Aber hier nochmal die Erinnerung. Bei dem kulturellen Vergleich haben wir 6 Minuten Zeit. 4 Minuten sind für die Vorbereitung und 2 Minuten für die Aufnahme. Ja? Und ganz wichtig, ich habe das hier nochmal geschrieben. Wir müssen an die Rolle denken, nicht nur die Liste, sondern die Rolle, die dieser Vergleich spielt oder das Thema des Vergleichs oder der Einfluss oder die Bedeutung. Und ich zeige euch hier mal ein paar Beispiele der letzten Jahre. Schaut mal, hier haben wir, welche Rolle spielt die Natur? Also nicht nur die Natur, aber die Rolle der Natur in unserem Leben, im Leben von deutschsprachigen Regionen. Das nächste Thema ist, wie beeinflusst das Schulsystem das Leben der Menschen? Ja, nicht nur, was die Schule ist und was die Schulfächer sind, aber was ist der Einfluss des Schulsystems? Wie wirkt sich das später aus? Und dann das Letzte ist die Bedeutung. Welche Bedeutung haben Feste und Feiertage? Wir wollen also nicht nur die Feste auflisten, sondern warum feiern wir das? Ja? Also diese drei Dinge sind wirklich wichtig und wir müssen dann darauf achten, wenn wir das Thema bekommen, ja, ist es die Rolle, der Einfluss oder die Bedeutung? Gut? Wunderbar, dann machen wir weiter. So, schau mal, denn wir brauchen Hintergrundwissen dazu. Wir haben beim Vergleich keine Zeit mehr nachzuforschen. Ja? Deswegen machen wir das ganze Jahr über unsere verschiedenen Themen durch. Ja, wir lesen Artikel, wir schauen uns Nachrichten, Fernsehsendungen, Filme an, damit wir wissen, was die Deutschen machen. Ja, das ist das Was. Dann wie oder wo machen sie das? Und ganz wichtig, warum machen sie das? Und dann natürlich, es ist ein Vergleich, wir müssen auch darüber sprechen, warum wir das so machen. Was wir machen zuerst und wie, wo oder warum wir das machen. Also wie gesagt, immer vergleichen, beide Kulturen. Das ist wichtig hier im kulturellen Vergleich. Warum haben wir den Zappel Philipp angeschaut und jetzt sprechen wir über Gesundheit und Aktivitäten? Ja, der Zappel Philipp hätte vielleicht am Tag ein bisschen herumrennen sollen, ja, ein bisschen Sport machen und dann hätte er vielleicht bei Tisch still sitzen können und diese ganze Sache wäre nicht passiert. Das Essen wäre noch da und der Vater hätte keinen Hunger und die Mutter würde nicht böse schauen. Ja, also wir wollen ein bisschen über Gesundheit und Aktivitäten sprechen. Und dazu möchte ich euch ganz kurz einen kleinen Brief vorlesen, den Elena geschrieben hat. Hier ist die Übersicht und Elena ist 18 und in diesem Text beschreibt sie, was sie, ihr Freund und ihre Familie für ihre Gesundheit machen. Sie spricht dabei sowohl über ihre Aktivitäten als auch über Ernährung. Heute sprechen wir fast nur über Aktivitäten, aber morgen kommt die Ernährung dran. Ja? So, dann werde ich euch da mal ein bisschen was vorlesen. Nicht alles, nur ein bisschen, was wichtig ist. Ich hole mir dazu auch nochmal meinen Highlighter wieder hoch. Okay. So, Elena hat das also an mich geschrieben. Ja, sie schreibt, hallo, liebe Angelika, das bin ich. Und so beginnt man einen Brief, der nicht formell ist. Ja,
Sie hat ihn an mich geschrieben. Wir kennen uns gut. Du wolltest, dass ich dir erzähle, was ich und meine Familie dafür tun, um sich fit und gesund zu halten. Ich interessiere mich sehr für Sport und Ernährung und freue mich, dir etwas darüber zu erzählen. Also, schau mal, was sie macht. Sie macht regelmäßig 2-mal in der Woche Sport. Ja, das ist wichtig. Und sie fährt Fahrrad, wenn das Wetter schön ist. Oder sie macht Workouts zu Hause, wenn das Wetter nicht gut ist. Ja? Dann kocht sie auch gerne. Aber das brauchen wir heute nicht. Es ist wichtig. Sie spricht dann auch über ihren Freund. Ja? Der ist auch sehr sportlich. Ja? Und er boxt. Er spielt Fußball und er joggt mehrmals pro Woche. Also ganz verschiedene Aktivitäten, die die beiden hier machen. Aber es geht noch weiter. Dann ihre Mom achtet auch sehr auf ihre Gesundheit. Ja. Und hier spricht sie wieder ein bisschen über das Essen. Aber einmal in der Woche geht sie mit den Freundinnen Nordic Walken. Ja. Ihr Vater hat nicht so viel Zeit, um Sport zu treiben. Er muss sehr viel arbeiten, ja. Aber hoffentlich, wenn er Zeit hat, geht er dann auch mit nach draußen oder fährt Fahrrad und so weiter. Ja? Und dann fragt sie mich, was machst du denn so für deine Fitness und Gesundheit? Und ich muss eigentlich auch sagen, ich mache nicht genug. Ich habe auch zu wenig Zeit. Aber ich gehe normalerweise jeden Tag laufen, also walken, ja, gehen. Nicht joggen, nein, ich jogge nicht. Okay, das ist ein bisschen Hintergrundwissen. Also wenn ihr nicht so viel über die sportlichen Betätigungen der Deutschen gewusst habt, jetzt habt ihr ein bisschen mehr Hintergrundwissen. Und dann machen wir mal weiter. Ich habe das auch zusammengefasst für euch. So, welche Aktivitäten machen Elena und ihre Familie? Das ist es: Fahrradfahren, Nordic Walken, Fußballspielen, Boxen und Workouts für die Muskeln. Ja? Und ihr seht ein gutes deutsches Wort, Workouts und auch Walken. Ja? Die Deutschen benutzen auch englische Wörter. Sie haben das adoptiert. Ja? Wie und wo machen sie das? Das ist also der zweite Punkt. Wenn das Wetter schön ist draußen, wenn nicht, dann natürlich zu Hause. Fußball spielen die Deutschen normalerweise im Verein. Ja? Man braucht andere Leute dazu. Boxen, ich denke, das ist meistens im Fitnessclub. Und Nordic Walken, das ist immer draußen. Das geht also nur draußen. Und dann, warum machen die Deutschen das? Und das ist sehr wichtig, denn das ist unsere Perspektive. Und ratet mal, warum sie das machen. Was denkt ihr? Genau. Sie wollen gesund bleiben. Sie machen diese Aktivitäten, um gesund zu bleiben. Und hier könnt ihr also nochmal sehen, die Aktivitäten selber, das sind die Produkte. Dann das Wie und das Wo sind die Praktiken oder man kann auch sagen Bräuche. Und dann das Warum ist die Perspektive. Und es ist wichtig, immer die Perspektive anzusprechen. Ja? So, dann machen wir mal weiter. Wir üben jetzt gleich ein bisschen. Zuerst ist hier die Aufgabe, ihr kennt das, ja, ihr sollt einen Vergleich machen und er ist vor ihrer Klasse, also ist es informell oder vertraut, ja, man muss nicht Sie sagen, sehr geehrte Damen und Herren, das brauchen wir nicht, denn wir sprechen vor unserer Klasse und es ist nochmal, Sie haben 4 Minuten Zeit, für die Vorbereitung und 2 Minuten Zeit für die Aufnahme. Und dann ist es wichtig, vergleichen Sie Ihr eigenes soziales Umfeld mit einer deutschsprachigen Region. Dann, wie wird das also bewertet? Ja, ich zeige euch ganz kurz die 3, die 4 und die 5. Und ihr wisst, dass diese Scoring Guidelines auch in eurem Ordner sind. Und ihr könnt das dann wirklich auch nochmal nachschauen und sehen, wo ihr dann auch hinfallt. Wenn ihr diese Aufnahme macht, dann könnt ihr euch selber ein bisschen beurteilen. Aber schaut mal, eine 3, das ist natürlich auch bestanden bei dem AP-Examen. A suitable treatment of the topic, ja, es ist ein
passende Aufnahme here compares the student's own community, and it can have a it should have a few supporting details and examples. Das ist wichtig. Also immer Beispiele geben. Nicht nur eine Liste machen, sondern immer ein paar Beispiele. Und dann demonstrates a basic understanding of the target culture, despite inaccuracy. Also wenn man einen Fehler macht oder es nicht ganz genau weiß, dann ist das nicht so schlimm. Dann kommen die anderen Sachen, Organisation. Dann kann, ist es verständlich. Ja, hat es viele Fehler oder nur ein paar Fehler? Wie ist der Wortschatz? Wie ist die Grammatik? Und dann natürlich auch die Aussprache und die Intonation und wie das Pacing ist, also wie ihr es dann vortragt. Okay, das war also die drei. Bei der vier muss es generally effective sein. Ja? Und dann some supporting details and mostly relevant examples. Also wir brauchen schon ein bisschen mehr Beispiele. Ja? And then demonstrate some understanding of the target culture. Und dann hier, das ist alles schon ein bisschen besser. Ja? Dass der Wortschatz muss ein bisschen höher sein, generally appropriate, general control of grammar und so weiter. Und dann kommt die 5. Ja, da müssen wir schon ganz gut verstehen, wie es in der deutschen Kultur zugeht. Demonstrates understanding of the target culture. Ja, das ist wichtig. Clearly compares the student's own community, including supporting details and relevant examples. And it's an effective treatment of the topic. Das heißt, Produkte, Praktiken und Perspektiven. Also wir brauchen alle drei, um eine 5 zu bekommen. Alles klar? Gut, wunderbar, wunderbar. Dann geht's mal weiter hier. Und wie gesagt, ihr habt dieses Dokument, dann könnt ihr das auch selber noch nachlesen. Wir machen ein bisschen Brainstorming. Ich möchte gerne, dass ihr zu Nearpod geht, ja, join.nearpod.com. Und dann habt ihr hier TNG3B. Und wir wollen ein bisschen Brainstorming machen, um zu sehen, was ihr sonst noch über die Aktivitäten der Deutschen wisst. Ich lasse das hier mal einen Moment da und schau mal, ob wir ein paar Leute haben, die heute mitmachen, die uns mit uns ein bisschen Brainstorming machen wollen. Ja, und dann werden wir einfach mal sehen, was ihr schon wisst. Ich habe schon eine Person hier. Bella ist heute schon angekommen. Und schauen, ob wir noch ein paar andere Leute dazu kriegen. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Dann machen wir einfach ohne Brainstorming weiter. Okay, wir haben ein paar Leute da. Gut, wunderbar. Und dann schaut mal, geht einfach hier sehr gut. Wir haben vieles. Kommen welche rein? Ausgezeichnet. So, schaut euch das mal an. Hier ist also unser Nearpod. Ich zeige euch das auch gleich mal. Wir lassen das noch einen Moment hier. Denn wir sind immer ein bisschen langsamer oder ich bin ein bisschen schneller als YouTube. YouTube ist ein bisschen langsamer. Und ich habe euch schon ein paar Sachen hier reingeschrieben. Wichtige Wörter, ja. Also ein bisschen Wortschatz, den wir für den Vergleich brauchen, ist natürlich der Vergleich. Das Verb ist vergleichen. Heute vergleiche ich. Dann ähnlich und anders sind wichtige Wörter. Und im Gegensatz dazu, ja, das sind alles ein paar wichtige Wörter. Jetzt schauen wir mal, ob wir noch ein paar andere Leute, die da sind. Okay. Schauen wir mal, ob wir schon ein paar Sachen hier haben. Stimmt. Okay, ich habe noch nichts eingetippt gesehen hier. Ja. Ich schau mal, ich mache das jetzt mal weg. Ich gehe mal kurz aus meiner PowerPoint-Präsentation raus.
Und dann werden wir mal sehen, ob wir ein paar Leute haben, die uns hier was zeigen. Ich muss mal schauen. Nein, ich habe keine Pending Posts, aber ich habe ein paar Leute, die da sind. Ja, anscheinend funktioniert das heute nicht so gut. Habt ihr schon was eingetippt? Ja. Ich habe viele Leute hier. Das ist toll, aber ich kann nicht sehen, was ihr eintippt. Das ist ja nicht nett. Oh, das ist schade. Ha. Irgendwo steckt hier der Wurm drin. Ja. Oh, Nearpod, was habt ihr gemacht? Hier haben wir die Leute, die hier sind, ja. Und sie sind alle da. Schau mal, ihr seid alle hier. Ja, okay. Bella ist schon wieder weg. Aber dann müssten wir doch eigentlich auch ein paar von euren Pending Posts haben. Nein? Oh, schade. Irgendwie funktioniert das nicht heute. Okay, liebe Leute, das tut mir auch jetzt. Ich sehe was. Ja, Ben hat etwas eingetippt. Ben sagt Hallo. Okay. Also, mal schauen. Vielleicht kommt noch jemand. Ben, was denkst du? Was weißt du noch über die Fitness und Sport in Deutschland? Ja, auch vielleicht, was sie in der Schule machen oder im Verein. Okay, wir haben noch jemanden hier jetzt. Ja, ich denke, im Vergleich zu den USA ist Fußball wirklich etwas Großes und etwas, das immer gefeiert wird in Deutschland. Ganz genau. Fußball ist wirklich immer ein Thema in Deutschland. Sehr gut. Okay, haben wir noch jemanden, der etwas über Sport und Fitness in Deutschland weiß? Okay, dann wisst ihr was? Ich lasse das noch ein bisschen offen, denn ihr könnt das dann auch sehen. Und wir machen mal weiter. Ich möchte nämlich doch gerne wissen, was ihr noch zu sagen habt. Ja, Ben ist da. Er denkt, Sportarten sind öfter durch Schulen in den USA als in Deutschland. Sehr gut erkannt, Ben. Genau, das ist, die Deutschen sind mehr in Vereinen und wir hier in den USA, wir machen mehr Sport in der Schule. Richtig, und Eric denkt dasselbe. Genau. Mhm. Okay, dann ich lasse das noch offen. Ich möchte auch noch gerne eure anderen Sachen sehen und hören, denn wir machen dann nämlich gleich noch weiter, damit wir dann noch Zeit haben. Aha, jemand sagt, what's up, everyone? Aha, ich finde das wirklich gut. Aber du hättest das auf Deutsch schreiben können, ja? Okay, so, liebe Leute, wir gehen mal zurück zu meiner PowerPoint und ihr könnt noch eure Gedanken schreiben und ihr könnt das dann auch noch sehen. Aber wir wollen weitermachen, denn wir haben nicht mehr so viel Zeit. Jetzt kommt ihr nämlich gleich dran. Ganz wichtig ist, wenn wir diesen Vergleich machen, dass wir unsere Gedanken organisieren. Denn ihr habt wirklich nur 2 Minuten Zeit. Und ihr könnt das mit einer Übersicht machen, ja, zum Beispiel einem T-Diagramm, das geht, einem Venn-Diagramm, wenn ihr das wollt. Und dann, ihr könntet das auch mit meinem Lieblingsdiagramm machen. Auf Englisch ist das eine Double Bubble Map. Ich nenne das ein Sprudeldiagramm, weil es diese kleinen Kreise hat. Ja? Und hier könnt ihr sehen,
immer dran denken, was, wie und warum. Ja? Und das könnte man hier eintragen. Ja? Was ist anders? Was ist gleich? Und hier, was ist anders oder individuell für die USA? Okay, dann schauen wir mal weiter, was wir hier noch haben. Ja? Und zwar schaut euch das mal an. Das ist also unser Thema. Welche Rolle spielen sportliche Aktivitäten und Gesundheit in einer deutschsprachigen Region, die Sie kennen? Vergleichen Sie das mit der Rolle, die Sport und Aktivitäten für Menschen in Ihrem oder einem anderen sozialen Umfeld spielen. Sie können in Ihrem Vortrag Beobachtungen, Erfahrungen oder das, was Sie gelernt haben, beschreiben. So, wenn ihr das jetzt machen wollt, ja, dann könnt ihr das Video stoppen und euren Vergleich machen. Und wenn nicht, dann könnt ihr später zurückkommen und das später machen. Aber wenn ihr bereit seid, dann drückt auf die Pause-Taste. Und wenn ihr einfach mit mir weitermachen wollt, dann machen wir weiter. Ich gebe euch einen Moment zum Stoppen und zurückzukommen. Okay, gut. Wir machen weiter, ja. Wenn ihr das gemacht habt, sehr gut. Wenn nicht, dann hört euch mal die Beispiele an, die ich für euch habe. Und dann könnt ihr das später auch machen. Und ihr könnt das so oft machen, wie ihr wollt, natürlich. Aber meine Schüler haben das gemacht, also habe ich ein paar Beispiele für euch. Und zwar, hier kommt Beispiel 1. Hört mal gut zu. Es ist vielleicht nicht sehr laut, also ihr müsst eure Lautstärke ein bisschen höher machen. Moment, hier kommt unser Beispiel 1. In Deutschland sportlich ist sehr wichtig und die wichtige Sport ist Fußball, weil das ist die Sport, sie mag am meisten. Amerika hat Football zu, aber wir spielen das nicht so richtig. In Deutschland, viele Menschen in Schule und Grundschule spielen Fußball, aber sie spielt das nicht in Schule, sie spielt das in einem Club und sie mag das zweimal pro Woche, so sie sind gesund. Ich lese das in einem Brief und das ist, warum sie spielt ein Sport zweimal pro Woche. Auch in Deutschland, sie hat die Weltmeisterschaft für Fußball und das ist die größte sportliche Event in die Lande. Es ist nicht gleich die USA, weil wir hat ein Turnier mit nur die USA gleich die Super Bowl oder March Madness. Aber in beide, sie hat viele Gelder in Sport, in Fußball und alle die Sport ist auf die Fernseher. In die USA, wir spielen mehr Football, American Football und Basketball für Schulsport und sportliche in Amerika, in die USA. Nicht so viel Fußball, weil das ist die Sport, wir magen. Und dann, wir haben die NBA und die NFL. Und dann, sie hat Turnier nur in die USA, nicht in die Welt. Okay, das war unser Beispiel 1 und ihr habt gehört, dieser Schüler hat gut verglichen. Er hat mit Deutschland begonnen und dann USA und er hat einige Beispiele benutzt. Ja, und das ist wirklich ein gutes Beispiel, ja, für einen Vergleich, der so wahrscheinlich eine 3 bekommen würde. Ja. Gut gemacht, gut bestanden mit einer 3. Vielleicht ein paar Fehler in der Grammatik. Ja? Es war nicht so sicher in der Grammatik, aber man konnte es gut verstehen.
Pacing war gut, Intonation war gut. Also das ist wirklich gut gemacht. Gut gemacht und bestanden. Dann das nächste ist auch noch ein Vergleich. Mal sehen, dass wir hier beginnen. Sie und heute vergleiche ich Sport in Deutschland und Sport in den USA. Also zuerst spreche ich über Fahrradfahren. In den USA, am meisten, wenn ein Erwachsener fährt mit dem Fahrrad, es ist für Sport, also sie gesund sind. Aber in Deutschland, Fahrradfahren ist typisch nur für Verkehrsmittel und nicht so oft ist das Sport. Sie machen das draußen, um Plätze zu gehen, aber hier ist das typisch nicht Plätze zu gehen, aber nur für Sport. Der zweite Thema, ich spreche über, ist Sport in der Schule. In den USA, nach der 8. Klasse, muss man keinen Sport in der Schule machen. Also in der 9. Klasse habe ich meinen Sportunterricht auf dem Internet gemacht und nicht in der Schule, es war über die Sommer. Aber in Deutschland, als ich Austauschschülerin war, musste ich 2 Stunden pro Woche in einen Sportunterricht gehen. Jede Woche, als ich in der Schule war. Der dritte ist unser Fernsehsport oder was Menschen schauen und die Kulturalsport. Also in den USA schauen wir Fußball an. Nein, nicht Fußball, es tut mir leid, Football. Wir sehen das mit unseren Freunden an der Fernseher fast jede Woche. Aber in Deutschland ist das Sport Fußball. Sie schauen das an für Spaß und es ist fast genau wie Football hier. Danke. Das war also unser zweites Beispiel und ihr habt gesehen, im Beispiel 1 war es eigentlich nur über Fußball und die verschiedenen Sportarten, aber in diesem Beispiel haben wir einmal das Fahrradfahren verglichen, dann Schulsport und dann auch natürlich Sport im Fernsehen. Also 3 wichtige Punkte verglichen und wirklich viele Beispiele. Ja. Es ist sehr gut gemacht, es war flüssig, es gab natürlich ein paar Fehler. Ja. Die Frage ist hier, hat dieses Beispiel die Perspektive? Wenn es die Perspektive hat, dann kann es eine 5 sein. Wenn die Perspektive fehlt, dann ist es eine 4. Denn für die 5 brauchen wir die Perspektive. Warum machen das die Deutschen? Ja? Und ihr könnt das vielleicht noch einmal anhören und mal sehen, ob ihr die Perspektive findet. Aber wir hören uns zusammen das Beispiel 3 jetzt noch an. Hallo, heute vergleiche ich Sport zwischen Frankfurt und auch bei Kamel, wo ich wohne. Als ich in Frankfurt war, habe ich viele Leute getroffen, die gern Sport im Verein machen. Und es gab Leute, die ein bisschen älter waren, wie Erwachsene und auch Schüler, wie ich. Und das habe ich ein bisschen anders gefunden als in Amerika. Denn bei uns in Amerika und besonders in Kamel machen wir nur Sport bei der Schule und nicht in Vereins. Und ich denke, dass die Deutschen die Sport gerne in Vereins machen, denn sie das mit verschiedenen Leuten machen können. Und auch können sie es, wenn sie älter sind, noch machen. Sie müssen es nicht absagen, wenn sie fertig mit der Schule sind. Und auch habe ich gelernt, dass Schulsport in Amerika wirklich kommt aus Deutschland. Und ich finde das interessant, denn die Deutschen nehmen Ernährung und Fitsein ein bisschen ernster, als wir in Amerika das machen. Ich habe gelernt, dass bis zum 12. Klasse machen sie Sport 2-mal pro Woche mindestens. Und sie machen das regelmäßig, um immer fit und gesund zu bleiben. Aber in Amerika machen wir es in meiner Schule nur bis zum 9. oder 10. Klasse.
Und wir machen das vielleicht ein- oder zweimal pro Woche, aber wirklich nicht so oft wie in Deutschland von meinen Erfahrungen. Aber in beide Länder machen wir Sport. Manchmal in der Schule und auch bei dieser Sportunterricht probieren wir viele verschiedene Sporten. Und auch etwas, das wir gleich haben, ist, dass alle Leute gern oder viele Leute in beiden Ländern schauen die Turniers oder spielen gern. Ja, danke. Gut, das war Beispiel 3, ja. Und hier, ihr habt gesehen, auch viele verschiedene Themen angesprochen, gut verglichen zwischen Deutschland und USA. Und habt ihr gehört, welche Perspektive die Schülerin in diesem Beispiel gesagt hat, ja? Weil die Leute machen gerne im Sport im Verein, weil sie dann weitermachen können, wenn sie nicht mehr in der Schule sind. Sie können immer noch Sport machen. Und auch, dass viele ältere Leute in diesen Vereinen sind. Ja, also hier haben wir ganz klar auch die Perspektive. Und war die Grammatik gut? Konnten wir das gut verstehen? Ganz genau. Und in diesem Beispiel haben wir wirklich gelernt, dass diese Schülerin weiß, wie es in der deutschen Kultur ist. Ganz genau. Also das ist ein gutes Beispiel und das wäre wahrscheinlich eine 5 bei dem AP-Examen. Okay, so, wenn ihr jetzt die Beispiele gehört habt, vielleicht wollt ihr ja zurückgehen und dann eure eigene Aufnahme machen. Und ihr könnt das dann euren Lehrern abgeben oder euch selber beurteilen. Manchmal ist es gut, wenn man sich die Scoring Guidelines oder die Rubrik vornimmt und dann selber seine Sachen beurteilt. Dann weiß man auch, was man das nächste Mal besser machen kann. Gut, ich denke, wir sind schon fast am Ende angelangt, liebe Leute. Ich hatte noch ganz viele Beispiele bei unserem Nearpod, bei der Pinnwand, ja. Und ihr könnt das dann auch später noch sehen. Ich lasse das dann noch da. Gute Beteiligung und gute Beispiele. Okay, dann machen wir mal weiter. Denn, wie gesagt, wir sind fast am Ende. Was sollten wir jetzt wissen? Was ist wichtig für die heutige Lektion? Hier sind unsere Tipps und Tricks. Vor dem Sprechen die Anweisung und das Thema genau lesen. Ja? Dann beim Vorbereiten eine Übersicht erstellen. Ja, das hilft wirklich. Viele Leute, sie sind visuell und wenn man das da hat und man kann das abhaken, dann ist das gut. Und nicht vergessen, wir brauchen Produkte, Praktiken und Perspektiven. Also alle 3 Ps. Und das ist das Was, das Wie und das Warum. Und dann beim Sprechen mit Dachl, also Deutschland oder Österreich, Schweiz oder Liechtenstein, je nachdem, über welches Land ihr sprechen wollt, mit Dachl beginnen und dann zu USA übergehen und wirklich vergleichen. Also nicht nur bei einem Land bleiben, sondern beide Länder erwähnen. Okay? Und hier ist dann noch einmal der Ordner. Ja, und mit QR-Code und ihr könnt den Brief da finden, ihr könnt ein Sprudeldiagramm da finden und was habe ich noch reingemacht? Oh, Tipps und Tricks für den kulturellen Vergleich. Ich habe euch ein paar Dokumente reingesteckt. Ja? Und wenn ihr noch Fragen und Kommentare habt, dann freue ich mich von euch zu hören auf dem Antwortformular. Und wie geht's weiter? Morgen ist Herr Asselsen wieder hier bei euch. Er hat die Geschichte vom Suppenkasper für euch, denn morgen geht es ein bisschen um Ernährung. Ja? Und ihr macht morgen noch einmal eine Konversation. Denn, liebe Leute, die Konversation ist wirklich eines der Sachen, ihr habt nur 100 Sekunden dafür und wir müssen das ein bisschen üben. Ja? Nicht vergessen, ich habe euch ein Denkpausenpapier in der letzten Konversationsfolge gegeben. Diesen Wortschatz, diese Denkpausen könnt ihr
auch morgen benutzen. Ja? Dann, das war's für heute. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich sehe euch dann am Donnerstag wieder, übermorgen, zu unserer letzten Lektion. Und ciao for now. Vielen Dank und bis bald.